Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wenn ihr dieses Video sehen könnt, dann ist heute Abend 22 Uhr und das NDA zu den neuen Samsung Galaxy Note 10 Geräten ist gefallen. Ich bin jetzt hier vorher schon auf dem NDA, darf mit den Geräten rumspielen und ja, ihr hört mich hier die ganze Zeit vom Plural reden, denn wir haben dieses Jahr zwei Geräte. Ein normales 6,3 Zoll Note und ein Note 10 Plus mit 6,8 Zoll und ihr seht es, das Ding ist schon mal eine Nummer größer. Das ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen den Geräten, kommen wir vielleicht schon zum Interessantesten, dem Preis. Beide Geräte sind bei uns in einer 256 GB Version erhältlich. 950 Euro für das normale Note, 1100 Euro, also 150 Euro Aufpreis für das Note 10 Plus. Das ist natürlich eine Ansage. Was kriege ich dafür? Nummer 1 natürlich ein größeres Display, Nummer 2 auch eine höhere Auflösung. Hier sind wir fast bei 500 ppi, 498, hier sind wir bei 401 ppi. So auf dem ersten ersten Blick auf diesem Event. So richtig, naja, viele rufen natürlich schon Super AMOLED Pentile Matrix, aber auch das Kleine ist noch scharf genug. Speichererweiterung ist der nächste Unterschied, denn nur das Plus hat die Möglichkeit eines Hybrid-Sims, also entweder zwei SIM-Karten, also Dual-SIM, oder zwei SIM-Karten oder halt eine Micro-SD-Karte noch rein. Beim Kleinen könnt ihr keine Micro-SD-Karte reinpacken und beide haben keinen Klinkenanschluss mehr. Der ist futsch, hat Samsung sich gedacht, naja. Und das ist auch das, wo man sich hier und da denken könnte. Ne? Das Kleine und gerade bei Samsung mit den ganzen Features, kein Klinke mehr, kein Micro-SD. Drahtloses Laden, drahtloses Reverse-Laden ist bei beiden noch nach wie vor vorhanden. Akkus, 3500 mAh beim Kleinen, 4300 mAh beim Großen. Das soll so, wenn man sich die Specsheets anguckt, naja, ausgerät mit Musik hören, 10 Stunden mehr, aber sagen wir mal 1-2 Stunden mehr Display-On-Site bringen. Müssen wir natürlich gucken, was es sonst noch, also was es dann so wirklich wird. Kameras sind fast alle identisch. 10 Megapixel auf der Vorderseite, kommt uns sehr bekannt vor. Auf der Rückseite wieder unsere 12 Megapixel normale Kamera mit dieser variablen Blende 1,5 bis 2,4. Dann eine 12 Megapixel, ich glaube, Weitwinkelkamera und nochmal eine, 16 Megapixel Weitwinkel und 12 Megapixel optische Zoom-Kamera. Ich glaube, auch da zweifach. Zoom und die normale Kamera haben auch ein OIS, einen optischen Bildstabilisator. Nur das Plus hat zusätzlich noch eine vierte Kamera für Tiefenunschärfe-Informationen. Wer jetzt TOF ruft, naja, Samsung nennt das Ding tatsächlich VGA 3D-Kamera. Aber halt für die Tiefenunschärfe, auch bei Videos, ne, schwarz-weiß kennt man hier und da von Huawei. Das soll man jetzt hier in Zukunft auch machen. Unbegrenztes 4K 60 Frames Film. Ist ja schön, 4K auf der Vorderseite aufnehmen. Und der letzte Unterschied bei den Geräten noch, RAM. 8 GB beim normalen, 12 GB bei der Plus-Version. Ob man das jetzt so wirklich braucht, wie man es vollkriegt, naja. Natürlich haben die Geräte nach wie vor, wie könnte es bei der Note-Reihe anders sein, einen farblich passenden S-Pen, mit dem ich jetzt noch zusätzliche Gesten machen kann. Wir hatten vorher den Knopf für die Fernauslösung für Fotos. Jetzt kann ich auch Gesten machen, wo ich dann zwischen Vorder- und Rückseitenkamera wechseln kann, wo ich zwischen Foto und Video hin und her wechseln kann, wo ich auch innerhalb von Fotos auch mit zoomen kann, indem ich lustige Vigadio Leviosa-Bewegungen mit meinem S-Pen ausführe. Nette Spielerei. Dex ist wieder mit an Bord. Samsung sagt hier, das ist ganz klar für die Kreativen, für die, aber auch Arbeitsleute, die damit ihre, nicht Excel-Tabellen, aber ihre Notizen machen wollen. Erster Eindruck jetzt. Ich finde es echt schön, vor allem, dass es wieder so große Geräte sind. Das Plus ist schon ein Klopper, aber ich meine, wenn da die Akkulaufzeit entsprechend hält. Unter der Haube haben wir den neuen Exynos 9825. Sehr ähnlich zum 9820er, aber jetzt nicht mehr im 8, sondern im 7-Nanometer-Verfahren. Hoffentlich wird die Kiste dadurch deutlich stromsparender und wir sehen deutlich bessere Akkulaufzeiten als noch bei der S10-Reihe. Auf jeden Fall optisch schön. Es gibt jedes Ding in nur drei Farben, aber die unterscheiden sich. Das Kleine gibt es, soweit ich weiß, in Aurora Glow. Das ist dieses spiegelnde Silber. Das gibt es in allen beiden Farben. Schwarz gibt es auch in allen beiden Größen. Größen meine ich natürlich. Es spiegelt auch sehr und vor allem Fingerabdruckmagnet. Und jetzt kommen wir zum Unterschied. Das Kleine gibt es in Aurora Pink, was so ein pinkes Dingsbums ist. Und das Große gibt es nur in Aurora Weiß, was so weiß ist. So, das sind die Farbvarianten, die es dann auch bei uns gibt.
Ja, so, und damit sind wir eigentlich durch. Ich finde das Kleine echt schön. Also wenn da die Akkulaufzeit jetzt durchhält, dann ist das, hat das im Massenmarkt bestimmt seine Berechtigung mit den 6,3 Zoll. Das Große, also wenn hier natürlich eine traumhafte Akkulaufzeit daherkommt, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Wir hatten das ja bei den normalen S10 auch schon gesehen, mit den Kameraunterschieden, mit dem RAM-Unterschied. Piemen wir einfach mal alles drauf. Das behaupte ich jetzt einfach mal so. Geht hier im Endeffekt auch mit der Bildschärfe. Es wird im Ende darauf hinauslaufen, ne? Will ich das größere Gerät und noch mal mehr Bums an Akkulaufzeit oder will ich 150 Euro sparen? So, damit sind wir auch schon durch. Das waren die ganzen Unterschiede von den Geräten. Erster Eindruck. Infrarot oben natürlich nach wie vor. UFS 3.0 Speicher ist auch mit an Bord, wie wir es halt einfach kennen. Und nein, man kann sie nicht falten. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.